ich kann und soll ein Werkzeug zum Frieden sein? Wie soll das denn gehen? Darüber wollen wir heute nachdenken. Mit euch. Seid ihr dabei? Moses sagte, fürchtet euch nicht, bleibt stehen und schaut zu, wie der Herr euch heute rettet. Exodus 14, Vers 13. Mit den Worten der Monatslosung begrüßen wir Sie und euch herzlich zu unserem Friedensgebet für den Monat Juni. Schön, dass ihr dabei seid. Unruhen, Krieg und Gewalt, Auswirkungen des Klimawandels, Verfolgung und Not sind noch immer in der Welt zugegen. Und täglich hören wir von weiteren Missständen, die von Menschen verursacht werden. Deshalb wollen und werden wir weiter für Frieden und Gerechtigkeit beten. Und wir tun das im Namen des Vaters, der Schöpfer allen Seins und Lebens ist, und von dem allein Frieden kommen kann. Und im Namen des Sohnes, den Gott uns als Vorbild an die Seite gestellt hat, damit wir den wahren Weg zum Frieden erkennen. Und im Namen des Heiligen Geistes, der uns bestärkt und erfüllt, diesen Weg mit all seinen Hindernissen, Tiefen und Erschwernissen zu gehen, immer den Frieden in der Welt als Ziel vor Augen. O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein.
lese Psalm 121. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Gib Frieden, Herr, gib Frieden. Seit Wochen ist dieses Lied in meinem Kopf. Manchmal unbewusst, viel öfter aber mit vollem Bewusstsein. Dann suche ich nach den Worten und entdecke die Verse immer wieder neu. Gib Frieden, Herr, gib Frieden. Die Welt nimmt schlimmen Lauf. Recht wird durch Macht entschieden. Wer lügt, liegt oben auf. Hochaktuell ist dieses Lied aus den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Die Bitte um Frieden, das Sehnen danach, es ist tief verwurzelt in uns Menschen. Es ist tief verwurzelt in mir. Ich spüre die Sehnsucht nach Frieden stark wie nie zuvor. Jeden Tag erreichen uns neue erschütternde Nachrichten über einen weiteren Kriegsschauplatz, über menschenunwürdige Bedingungen in den Flüchtlingslagern und über unvorstellbares Leid, das Menschen ertragen müssen. Und ich frage mich, was ich dazu tun kann, dass Frieden wird. Denn es fängt doch bei jedem Einzelnen an. Wie rede und wie denke ich? Halte ich mich für besser als andere? Herausgehoben und damit besonders? Ich glaube wirklich, dass Friede bei mir anfängt und bei dir und bei jedem Einzelnen von uns. Oft rede ich schneller, als ich denke. Das Zurückrudern ist dann die große Herausforderung. Es ist besser, ich besinne mich erst einmal, halte inne und rede oder handle dann. Manchmal gelingt es mir schon ganz gut. Dann entdecke ich plötzlich, dass man Dinge auch anders verstehen kann, dass es unterschiedliche Sichtweisen gibt und keine allgemein gültig ist. Ich glaube, dass wir alle einen Anteil am Es werde Frieden haben. Und ich glaube fest daran,
dass der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, unsere Herzen und Sinne bewegen kann, auf dem Weg des Friedens. Gib Frieden, Herr, gib Frieden. Ja, Herr, gib Frieden und mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Amen. Wir beten mit Worten von Franz von Assisi. Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Liebe entzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Amen. Gemeinsam wollen wir nun Fürbitte halten. Guter Gott, wir bitten dich, dass wir unsere Vorurteile abbauen können, die Vorbeurteilung und Vorverurteilung von Menschen, deren Motivation zu ihrem Handeln wir nicht kennen. Wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, wir bitten dich, dass wir nicht am Althergebrachten hängen bleiben, sondern dass wir uns öffnen können für neue Wege, auf die du uns weisen willst. Wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, wir bitten dich um Fantasie zur Liebe, damit der Wille danach, Gleiches mit Gleichem zu vergelten, in uns keinen Raum gewinnen kann und damit unser Handeln von Liebe und Verständnis bestimmt wird. Wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, wir bitten dich um Mut für das Gute, damit wir angesichts der großen Probleme in der Welt nicht resignieren und kraftlos werden, sondern Wichtiges voller Glaubenszuversicht und Hoffnung tun. Wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, wir bitten um Kraft in unserem persönlichen Leid, mit der Erfahrung, dass du uns nicht davor bewahren kannst,
sondern uns hindurchführst und begleitest, indem du uns Menschen an die Seite stellst, die uns beistehen. Wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, wir beten, bitten dich um Frieden in allen Kriegsgebieten, dass die Waffen angehalten werden und das Sterben und Töten ein Ende findet. In der Ukraine, in Russland, im Heiligen Land, im Nahen Osten und überall auf der Welt. Wir bitten dich, erhöre uns. Diese Bitten und die vielen Anliegen, die jetzt unausgesprochen bleiben, kennst du, lebendiger Gott des Friedens und des Trostes. Dankbar legen wir unsere Bitten zusammen in das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen uns nun unter den Segen Gottes stellen. Guter und barmherziger Gott, wir alle sehnen uns nach Frieden, nach deinem Frieden. Wir danken dir für deine Begleitung durch unser ganzes Leben, gestern, heute und morgen. Du stärkst und erhältst in uns die Hoffnung auf eine Welt, in der Frieden möglich ist und unter uns wohnen wird. Und so segne und behüte uns, du friedenstiftender, dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Vielen Dank.
dass Sie diese Friedensandacht mit uns zusammen gefeiert haben. Wir möchten noch darauf aufmerksam machen, dass der neue Gemeindebrief für die Monate Juni bis August fertig ist und an den bekannten Stellen für Sie ausliegt. Sollten Sie nicht die Möglichkeit haben, sich diesen Gemeindebrief selbst zu holen, wenden Sie sich bitte an unser Gemeindeamt, dann wird Ihnen der Gemeindebrief auch nach Hause gebracht. Nun wünschen wir Ihnen noch einen schönen Abend. Passen Sie gut auf sich und Ihre Lieben auf und bleiben Sie gesund.